Hi zusammen, ihr fragt mich immer wieder auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und wo auch immer, wie ich meine Haare pflege und ob ich euch da mal was zu sagen kann. Und ich habe euch da einfach mal so ein paar Hair-Hacks zusammengestellt, so ein paar Tipps, das ist jetzt das neue Fancy-Wort-Hacks, für euch zusammengestellt, wie ich meine Haare pflege, wie ich sie gezüchtet habe und ja, wie ich sie wieder gesund bekommen habe vor allen Dingen. Das sind ganz, ganz einfache Tipps, die jeder im Alltag beherzigen kann und die nicht viel Zeit erfordern, also nichts Akrobatisches oder Aufwendiges und Zeitraubendes. Und wenn man sich wirklich konsequent daran hält, funktioniert das auch sehr, sehr gut für die Haare. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich meine Haare schneller wachsen lasse und gesund und glänzend bekommen habe, dann bleibt jetzt dran und es geht jetzt los. Tipp Nummer 1. Ein ganz einfacher Tipp, den man immer, 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 immer beherzigen sollte. Und ich weiß, dass man das ganz, ganz oft nicht macht und dann immer wieder so in alte Muster rutscht. Man muss das wirklich konsequent anwenden, ist nur die Ansätze zu waschen. Ihr solltet nicht eure Haarlängen mit Shampoo einschamponieren, sondern wirklich nur eure Ansätze waschen. Denn da wird das Teig produziert auf der Kopfhaut. Und alles, was an Shampoo beim Auswaschen runterläuft, reicht für eure Haarlängen völlig aus. Es geht dabei gar nicht so sehr um das Shampoo, das nicht gut für eure Haare ist, sondern vielmehr um die Reibung, die ihr erzeugt, wenn ihr so sehr an euren Haaren schrubbert. Gerade wenn Haare nass sind, sind sie wirklich sehr, sehr empfindlich und anfällig für sowas. Und das solltet ihr echt vermeiden. Tipp Nummer 2. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die richtige Haarpflege. Ihr solltet darauf achten, eure Haare nicht zu beschweren oder zu überpflegen. Es gibt natürlich auch Produkte, die eure Haare sehr gut aussehen lassen, aber sie einfach sehr beschweren. Und an dem Punkt kann man Haare auch überpflegen. Sie sehen zwar dann kurzzeitig sehr gepflegt und glänzend und schön aus und fühlen sich vielleicht gut an, aber es stellt eine enorme Belastung für eure Haare dar, wenn ihr da so viel Zeug reinklatscht und vor allen Dingen schwere Silikone einlagert. Da solltet ihr immer darauf achten. Silikone sind gar nicht weiter schlimm für die Haare, aber es sollten dann leichte und lösliche Silikone sein, die sich wie ein Schutzmantel um eure Haare oder auch um Bruchstellen legen und sie unterstützen, aber nicht beschweren. Ich benutze zurzeit nur noch ein Haaröl von Youtina, das Zero Magic. Da habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Das ist eine sehr leichte, aber sehr, sehr reichhaltige Pflege, die ich jeden Tag benutze und die kann ich euch auch sehr für den täglichen Gebrauch empfehlen. Für mich ist das so ein Allrounder. Es schützt meine Haare, es pflegt meine Haare. Ich habe einfach ein viel besseres Haargefühl. Und da habe ich auch eine langfristige Verbesserung gesehen, dass meine Haare wieder viel schöner glänzen und vor allen Dingen nicht mehr so leicht brechen. Das kann ich euch also sehr, sehr ans Herz legen. Wenn ihr noch eine geeignete Pflege für den täglichen Gebrauch sucht, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist sehr, sehr ergiebig. Ich habe inzwischen jetzt meine dritte Flasche davon in Anbruch und möchte auch nichts anderes mehr benutzen. Tipp Nummer 3. Das nächste Thema ist Hitze. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ihr überhaupt gar nicht eure Haare mit Hitze behandeln oder föhnen dürft. Eure Haare bestehen aus Keratin und Keratin hat einen bestimmten Schmelzpunkt. Solange ihr diesen Schmelzpunkt nicht überschreitet und eure Haare nicht zu sehr mit Hitze belastet, ist das also gar nicht weiter schlimm. Was ich aber in dem Zusammenhang sagen möchte, wenn ihr regelmäßig mit Hitze in euren Haaren arbeitet, dann versucht wirklich immer die kleinste Stufe zu verwenden. Das ist einfach am schonendsten und sichersten für eure Haare und verwendet vor allen Dingen immer einen Hitzeschutz. Seid da nicht faul und seid da auch nicht sparsam dran. Vergesst das auch nicht und lasst das auch nicht weg, weil ihr sagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust. Hitzeschutz ist echt wichtig und das solltet ihr nie weglassen. Tipp Nummer 4. Kopfmassagen sind sehr, sehr sinnvoll für eure Kopfhaut und für ein gesundes Haarwachstum. Ihr solltet versuchen, jeden Tag eine ausgiebige Kopfhautmassage zu machen. So etwa 2 bis 3 Minuten sollten das schon immer sein. Es gibt dafür auch ganz hilfreiche Tools, wie ihr eure Kopfhaut massieren könnt, ohne dass ihr Fett von euren Händen in eure Kopfhaut oder beziehungsweise in euren Haaransatz einbringt. Es soll auch helfen, das ganze Kopfüber zu machen, weil das zusätzlich die Durchblutung fördert und anregt. Tipp Nummer 5. Das Haarebürsten. Es gab ja immer so eine Faustregel, die besagt, 100 Bürstenstriche am Tag sind gut für die Haare, aber das ist überhaupt nicht gut, das ist eigentlich schon viel zu viel. Ihr solltet eure Haare einfach nicht zu viel bürsten. Auf keinen Fall solltet ihr sie bürsten oder kämmen, wenn sie noch nass sind. Das ist etwas, woran ich mich auch echt gewöhnen musste, aber es hilft wirklich gegen Haarbruch. Dann solltet ihr darauf achten, möglichst keine Kämme zu verwenden, sondern eher groberes Werkzeug. Ich benutze zum Beispiel eine Haarbürste, die meine Kopfhaut massiert, meine Haare aber sanft entwirrt und nicht daran reißt und die dabei hilft, die Pflegemittel, die ich in meine Haare einmassiert habe, auch optimal in meinem Haar zu verteilen. Tipp Nummer 6. Wenn ihr Haargummis tragt, dann achtet wirklich konsequent darauf, nur haarschonende Haargummis zu verwenden. Da gibt es inzwischen auch diese geschnörkelten, die aussehen wie ein Telefonkabel. Die kann ich euch sehr empfehlen. Da müsst ihr auch nicht diese teuren nehmen. Es gibt inzwischen auch welche beim DM oder bei Primark, die wirklich sehr günstige und gute Alternativen dazu sind. Wenn ihr damit nicht gut klarkommt oder nicht an solche Haargummis rankommt, dann achtet aber zumindest darauf, dass ihr dickere und nicht sehr dünne Haargummis verwendet, die eine weiche Oberfläche haben und keine Metallteile enthalten.
Haarklammern, Haarnadeln und ähnliches sind einfach nicht gut für eure Haare. Das sollte die Ausnahme sein, euch da irgendwelche Frisuren mitzumachen. Versucht das einfach nicht so häufig machen. Insbesondere, wenn ihr wirklich schon geschädigte oder kaputte Haarstellen habt, dann lasst das lieber sein und versucht einfach mal etwas haarschonendere Frisuren auszuprobieren. Das ist ja auch immer so eine Frage, was man nachts am besten für eine Frisur tragen sollte. Ich habe mir inzwischen von vielen Friseuren sagen lassen, dass es Sinn macht, die Haare über Nacht offen zu lassen, weil dadurch immer noch weniger Reibung entsteht, als die Haare in einen Zopf zu pressen und sie dann zu reiben oder sie zu flechten. Wenn ihr das macht und euch das ansonsten stört, dann achtet aber darauf, dass ihr die Haare immer nur sehr leicht und locker bindet. Oder ihr könntet euch hier ganz oben am Oberkopf einen ganz lockeren, leichten Lutz wirbeln, aber nicht am Hinterkopf, wo ihr dann immer drauf reibt und hin und her rutscht. Tipp Nummer 7. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die richtige Ernährung. Es gibt inzwischen viele Diäten, die mit Haarbruch und Haarausfall in Zusammenhang gebracht werden. Da Haare aus Proteinen bestehen, solltet ihr also darauf achten, dass ihr reichlich Protein in euren Ernährungsplan einbaut. Andernfalls kann sogar tatsächlich das Haarwachstum stagnieren, ebenso wie auch bei einem hormonellen Ungleichgewicht. Weiterhin für das Haarwachstum verantwortlich sind die Vitamine A, D, E und K. Auf die solltet ihr auch in eurer Ernährung achten. Und die richtigen Fette. Falsche und ungesunde Fette sind zum Beispiel die gesättigten Fette. Aber die Omega-3-Fette, die ihr auch zum Beispiel in Pflanzenölen finden könnt, die sind wirklich gut für eure Haare und die sollten immer auf eurem Speiseplan stehen. Und diese Ernährungstipps helfen konsequent umgesetzt wirklich, das Wachstum der Haarfollikel zu beschleunigen. Also überdenkt nochmal euren Speiseplan, falls ihr da noch irgendwas verbessern oder korrigieren könnt, dann ist jetzt auf jeden Fall Zeit dafür. Eure Haare, aber auch eure Haut und Fingernägel werden euch das wirklich danken. Tipp Nummer 8. Da wäre in diesem Zusammenhang auch schon der nächste Tipp. Es ist auch wirklich wichtig, Sport zu treiben, damit die eben genannten Nährstoffe auch einen Weg finden und besser in eurem Körper transportiert werden können. Nur so hat euer Körper eine Chance, diese Nährstoffe auch umzusetzen in eurem Körper und sie zum Beispiel für Regenerations- und Wachstumsprozesse zu verwenden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht noch den ein oder anderen Tipp daraus mitnehmen. Ich glaube, das meiste ist auch schon ziemlich bekannt, aber das Problem ist immer, dass man sich nicht konsequent genug daran hält und immer mal wieder schludern und schleifen lässt. Sagt mir doch mal bitte in den Kommentaren, was sind eure Methoden, um gesunde Haare zu haben, um ein gesundes Haarwachstum zu beschleunigen? Und welchen Tipp kanntet ihr vielleicht noch gar nicht, den ich euch jetzt in diesem Video gesagt habe? Und dann seid mal bitte ganz ehrlich in den Kommentaren, das würde mich mal interessieren. Wie oft habt ihr diese Haartipps schon gehört? Und wie konsequent habt ihr die bisher umgesetzt oder habt ihr da auch immer mal für eine Woche oder zwei und dann wieder schludern lassen? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, das hier umzusetzen, was ich euch hier erzählt habe, wie ich das mache, was für mich funktioniert. Alle Informationen und alles, was ich in diesem Video gesagt habe, findet ihr auch nochmal in der Infobox. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim Züchten eurer Haare und beim Pflegen und Hegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage euch Tschüss.